Da sind wir wieder. Wir haben einen Splitter, den wir gleich ins Monument reinhauen können. Ui. Versiegelte der Nachricht. Frag nach der Nachricht, die der Urbote am Punkt des. Oh, ich habe schon wieder vergessen, wie es ausgesprochen wird. Le Magen? Nee. Le Main hinterlassen hat, keine Ahnung. Wie es für Sie bestimmt ist, das nicht Sulfs Handschrift? Zulf's messenger was one of his people. Wondered just how many of them survived and what exactly Zulf told them. So, dann will ich auch gleich mal unsere Machete, unsere Kriegsmachete, wie die heißt, aufwerten. So, das ist teuer. Plus 100% kritischer Trefferschaden, Effekt mit Kampfgriff kombinierbar, ein Rücken aus robustem Material, der die Kraft wirkungsvoller über den Klingenbereich verteilt. Gefurchter Rücken, ein Klingen pro Wurf, Effekt mit Wurfgriff kombinierbar, ein modifizierter Rücken, der ein zusätzlicher für Wurfangriffe birgt. Das habe ich aber gar nicht, nee, das habe ich gar nicht gemacht. Da machen wir den kritischen Treffer, würde ich sagen. A solid frame can put an extra sting in every slice. So. Was kann man denn hier noch machen? Kugeln verursachen Rückstoß, Modifizierung der Militärelite, die das Stoßvermögen erhöhen soll. Plus 30% Geschwindigkeit beim Zielen, das ist nicht schlecht. Taktische Modifizierung, die Handling und Beweglichkeit verbessern soll. Ich hau's erstmal rein, bleib aber trotzdem, denke ich mal, erstmal bei der Schrotflinte. Vielleicht kommt nochmal irgendwann was mit Geschwindigkeitsboost. That's the way to make every shot count. Keramikkochtopf, wo haben wir die denn her? Frag sie nach ihrem Keramikkochtopf. Von was hast du dich damals auf der Prosper Klippe ernährt? Finding gourmet ingredients ain't easy these days, but we'll take what we can get. Frag sie nach der Nachricht, die der Urbote am Punkt des Main überlassen hat. Kannst du sie entziffern? Sie ist an dich adressiert. The note says it plain. Sehe. Go east to learn the truth about the calamity and our people. I'll be waiting. Sincerely, Zulf. Vor allem geh nach Osten. Noch genauer geht's ja auch nicht, ne? Jo, dann rein mit dem Splitter hier. It ain't too late to unlock the potential of this place. So, jetzt können wir wieder was aufwerten. Die Frage ist, was? Mehr Dinger zum Abschließen von Missionen? Das wahre Waffenlager gewährt Zugang zur Trapperschlinge, einer mächtigen geheimen Fertigkeit. Ja, weiß ich nicht. Das ist eine Fertigkeit. Was macht das hier? Die wahre Distille gewährt dir Zugang zu starken Spirituosen aus dem Privatkeller. Das wahre Fundbüro gewährt Zugang zu weiteren Inventargegenständen, einschließlich neuer Spirituosen. Und hier oben hätten wir halt noch Zugang zu neuer Mission zum Andenken an die Katastrophe. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier. Oder, komm, was soll's. Wir gehen erstmal unten. We need an awful big lost and found under the circumstances.
So, den könnten wir uns schon kaufen. Etwas Verkehrtes. Da fehlt uns auch wieder eine Waffe. Das ist aber schön, dass es hier nicht übersetzt wurde. Plus 15% Schadensresistenz. Das ist gar nicht mal verkehrt, ey. Oh, wiederherstellende Gesundheit entsprechen 5% des verursachten Schadens. Nebenwirkung minus 66%. Da macht man doch eigentlich voll miese, oder? Wiederherstellende Gesundheit durch Konter ablocken mit dem Stierkopfschild. Das ist nicht verkehrt eigentlich. Feinde verursachen Schaden bei physischem Kontakt. Feinde rufen mit jedem Treffer Trägheit hervor. Feinde erlangen Widerstandsfähigkeit gegenüber physischen Schaden. Feinde schlagen mit größerer Wucht zu. Also es ist alles nur negativ für uns hier, ey. Ich glaube, das nehme ich erstmal. Upsi, oh, fast runtergefallen. So, hatten wir jetzt hier irgendwo noch einen Ausruf? Ejo, hier. Und was will er jetzt von mir? Vielleicht nehme ich doch den Spiegelschild. Komm, nehmen wir den erstmal rein. Und ich wette, jetzt haben wir wieder ein neues Übungsgelände. The shards are getting harder to find. Schützenhügel. Die kalondische Armee sucht diesen Ort zu Übungs- und Wettkampfzwecken auf. That's Trigger Hill, where the army's elite became the finest marksmen in the land. Ceylonia's army only took the best, and the best of them trained on Trigger Hill. The Triggers believed they were nothing without their rifles. Zerstöre die Ziele schnell. Nothing beats the feel of shooting a Ceylonian army carbine. Hä? Wieso zieht er denn so komisch jetzt? Sometimes you had to take care to steady your shot. The Triggers had clearance to modify their guns however they chose. Some felt the course was too easy, so the Triggers spiced things up a bit. It takes time to be a fast shot. Go figure. So, ich bin gespannt. Unter 5. Oh, das könnte man vielleicht schaffen. Wiederhole nochmal. If you want to master the art of the firearm, then the place to go is Trigger Hill. Sometimes he had to shoot from the hip. He had to keep moving to avoid getting burned. Scheiße.
The kid ain't bad, but the triggers were better. Zweiter Preis, immerhin. Unter 35 Sekunden. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. So, dann mal weg hier. His ears must be ringing after all that shooting. Zumindest können wir jetzt theoretisch das Gewehr nochmal aufwerten. Oh. Das war hier, ne? So, mehr Schaden. Ein Schwermetalllauf, der eine überlegene Mündungsgeschwindigkeit bietet, ideal gegen robuste Ziele. Und nochmal weniger oder mehr Zielgeschwindigkeit. Ein leichter, aber stabiler Lauf, der dem Schützen ermöglicht, ein Ziel schneller zu erfassen. Even the army never issued carbines in such fine shape. So, jetzt sind wir auch so gut wie pleite. Und jetzt wechsle ich vielleicht doch mal auf den Karabiner. Machete and carbine still go well together, just like in the war. Oh, was haben wir denn jetzt hier abgeschlossen? Überragende Fertigkeit mit dem Armee-Karabiner beweisen. Besiege einen Feind mit einem einzigen Intensivschuss aus extremer Distanz. Yay! The triggers. My brothers. Bravest men I ever knew. So, hier ist 1 von 7. Na gut, das werden wir nicht schaffen. Jetzt überlege ich gerade, haben wir denn schon 7 Übungsgelände geschafft? Oder gibt es vielleicht zum Beispiel 10 und man muss 7 schaffen davon? So. Ein Andenken noch. Oh, da fehlt uns aber auch noch ein ganz schöner Batzen. Noch eine Bestie. Ich glaube, wir sind nähern uns dem Ende. Aber wir haben doch noch so viel Level offen. Na gut. Zumindest haben wir dann wieder ein bisschen Kohle gemacht. Einen neuen Götzen oder sowas haben wir nicht bekommen bisher, ne? Ne, die hatten wir schon. Ich lasse auch nur das drinne. So. Na gut. Was? Colford-Kessel. Es brodelt hier in dieser unsicheren Gegend, die einst das Herz der Welt durchdrang. No risk a Colford Cauldron ever erupting again, they used to say. Guess they were wrong. Not everything blew up in the Calamity. Hm, da sind wir gleich nebenan. Why Colford Cauldron here blew up way ahead of its time. The cauldron boiled over some 300 years ago. Ich hab noch nicht wirklich eine Ahnung. Okay. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. Leck mich doch, Leute. If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. What the fuck? Okay, was immer da war, wir haben es besiegt. Und dann machen wir an dieser Stelle auch erstmal ein Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.